Liebe Lüdenscheiderinnen und Lüdenscheider, auf diese Nachricht, auf diesen Termin haben wir alle lange und sehnsüchtig gewartet und darauf haben wir hingearbeitet. Die Talbrücke Ramede wird am 7. Mai gesprengt. Das hat Bundesverkehrsminister Volker Wissing vorhin ganz offiziell verkündet. Bereits heute Morgen hatten uns das Bundesverkehrsministerium und die Autobahn GmbH über diesen Termin informiert und uns damit wie abgesprochen vorab in Kenntnis gesetzt. Diese Ankündigung ist so etwas wie ein psychologischer Befreiungsschlag für Lüdenscheid und die gesamte Region. Denn die Sprengung der Brücke in jetzt knapp 2 Monaten hat Symbolcharakter für uns alle, als deutlich sichtbares Zeichen dafür, dass es jetzt endlich vorangeht. Weil die kaputte Brücke als Denkmal der schwierigen und für uns alle teils dramatischen Verkehrssituation und ihrer vielen damit verbundenen Folgen endlich verschwindet. Und damit endet ein unerfreuliches Kapitel. Gleichzeitig wird ein neues aufgeschlagen, weil der Weg für den Bau einer neuen Brücke mit der Sprengung der alten bereitet wird. Aber so erfreulich das alles ist, müssen wir uns auch darüber im Klaren sein, dass die kommenden Wochen noch einmal eine gewaltige Herausforderung für uns alle werden. Die Altenaer Straße wird in dem Bereich, der direkt unterhalb der Brücke liegt, für mehrere Wochen voll gesperrt werden müssen. Voraussichtlich ab Ende März wird hier das Fallbett aufgeschüttet, das den Sturz der Brückenteile nach der Sprengung auffangen und dämpfen soll. Und danach müssen die Trümmer noch beseitigt und das Fallbett wieder abgetragen werden. Damit wird nicht nur eine wichtige Verkehrsader unserer Region und die direkte Verbindung zwischen Lüdenscheid und Altena für mehrere Wochen gekappt. Damit wird auch der Stadtteil Dickenberg-Radmecke ein Stück weit abgeschnitten sein vom Rest der Stadt. Das wird uns alle, vor allem aber die Anwohnerinnen und Anwohner, sowie die dort Beschäftigten, die Firmen, Gastronomiebetriebe und Dienstleistenden, Zeit und Nerven kosten, keine Frage. Aber wir in der Stadtverwaltung sind seit einigen Wochen bestens und vollumfänglich auf diese Situation vorbereitet. Wir werden demnächst eine Feuer- und Rettungswache in Eggenscheid in Betrieb nehmen, damit Rettungskräfte im Notfall, im Handumdrehen am Dickenberg und in der Radmecke helfen können. Wir haben das Funktionieren der Müllabfuhr und des Linienbusverkehrs sichergestellt. Und nicht zuletzt haben wir gemeinsam mit Straßen NRW intensiv Lösungen gesucht und gefunden, wie sich die Vollsperrung umfahren lässt. Darüber werden wir Sie in Kürze bei einer groß angelegten Informationsveranstaltung sowie auch darüber hinaus umfassend informieren. Liebe Lüdenscheiderinnen und Lüdenscheider, der Sprengtermin ist nicht die einzige gute und wichtige Nachricht. Auch mit Blick auf das Verbot des überregionalen Lkw-Durchgangsverkehrs werden wir demnächst Neuigkeiten präsentieren. Genauer gesagt, im März wird definitiv eine Entscheidung fallen. Geht es nach uns und unseren Nachbarkommunen, setzen wir eine regionale Lösung um. Das bedeutet, wir weisen eine Gefahrenlage nach § 45 der Straßenverkehrsordnung aus und leiten den durchfahrenden Schwerlastverkehr großräumig über die Autobahn um. Das ist die effektivste und beste Lösung für Lüdenscheid und die gesamte Region. Und nochmal, es geht um den Transitverkehr, nicht um die Lkw, die in die Region müssen. Dies können wir aber leider nicht alleine entscheiden. Ich möchte allen Beteiligten hiermit ausdrücklich die Hand reichen und um Hilfe bitten. Für uns alle, die wir hier leben und arbeiten und von den Folgen der A45-Vollsperrung seit nunmehr 15 Monaten betroffen sind. Sollten wir keine gemeinsame Lösung, keine große Lösung hinbekommen, werden wir alternativ die lokale Lösung ernsthaft in Erwägung ziehen. Das heißt, wir würden den überregionalen Lkw-Transitverkehr auf der A45-Bedarfsumleitung durch Lüdenscheid verbieten. Aus unserer Sicht muss dies allerdings zwingend auch für den Stadtteil Brügge gelten. Damit würde es allerdings vermutlich zu unerwünschten Verlagerungseffekten auf ohnehin sehr viel befahrenen Strecken und auch für unsere Nachbarn kommen. Das müssen und das wollen wir allerdings vermeiden und daran arbeiten wir gemeinsam. An dieser Stelle möchte ich mich ausdrücklich bei meinen Bürgermeisterkollegen und der Bürgermeisterkollegin bedanken, die mit mir und dem gemeinsamen Appell viel Gutes ins Rollen gebracht haben in den letzten 2 Wochen. Liebe Lüdenscheiderinnen und Lüdenscheider, der Monat März wird zu einem Monat der Entscheidungen und des Vorankommens. Daran arbeiten meine Kolleginnen und Kollegen im Rathaus, das Team des Brückenbauerbüros und auch ich in meiner Funktion als Bürgermeister und Bürgerbeauftragter seit dem 2. Dezember 2021 hart. Und das werden wir auch weiterhin tun. Zum Wohle unserer Stadt und der gesamten Region, auch wenn in der Berichterstattung teilweise leider ein gegenteiliger und falscher Eindruck zu vermitteln versucht wird. Ich bitte Sie alle um Ihr Vertrauen und um Ihre Unterstützung und danke Ihnen gleichzeitig für Ihr unglaubliches Durchhaltevermögen. Wir alle sind Lüdenscheid.
packen wir es an, positiv, kreativ, innovativ und vor allem gemeinsam. Für unsere Stadt, für unser Zuhause, für unsere Zukunft und für uns. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.